Very, very welcome, meine lieben Damen und Herren. Falls Sie sich noch erinnern, wo wir das letzte Mal waren, das ist jetzt die Fortsetzung. Genau, in der Zeit haben wir nämlich das Hähnchenfleisch scharf angebraten, dass es Farbe bekommt und so. Und dann habe ich das dann unter Chefkoch Anweisung. Da drauf, genau. Und meine 13. Assistentin, hier. Frau S aus B, ja. Macht das wunderbar mit dem Öffnen der Milchdose, die wir jetzt... Wollen wir noch mal ganz kurz die Milch gucken? Ja, die sieht gut aus. Gucken Sie sich das mal an. Sieht aus wie die Creme, die wir sonst immer ab und zu mal haben. Tja, Leute, nicht vergessen, wir sind immer noch bei Schmitte plus 3, also es geht hier nicht um die Milch. Ich rühre es geht hier um zutiefst brisante Themen, es geht hier um Lebensschule, es geht hier um Zen. Um Leer. Jetzt tropft es. Es geht hier um Leer, was Herr Augustin Pop letzte Woche erst schön erklärt hat. Kommt. Und wir warten auf Mike, also und von daher kann es durchaus sein, dass dieses Format nicht mehr lange standhält, sondern es neu. Ja, genau, und dann würde es wahrscheinlich heißen Schmitte plus 4. Nein, das ist total die Innovation. Aber das können wir jetzt hier nicht. Aber dafür kennt man uns. So. Dafür sind wir bekannt. Und jetzt kommt noch. Erstmal. Renis kleine Segelschule. Was kommt nach dem Reh? Nee. Es gibt auch noch diesen Begriff beim Segeln, bei der Halse, da heißt Lee. Lee. Das ist zur anderen Seite. Nicht der Wind. Nicht der Wind? Nicht Windschatten, oder? Das ist die Windseite. Das Boot dreht sich halt in die Lee-Seite, wenn man eine Halse macht. Das geht übelst schnell, dann muss man auch dieses Reh machen. Lee. Wir machen das nochmal kurz. Das Reh als Lee machen. Reh. Lee. Okay. Mastbaum ist da. Lee ist denn, das wäre das Reh, das Lee meine ich. Entschuldigung. Nee, das ist Leer, Alter. Nicht zu verwechseln mit dem Leer. Auch nicht zu verwechseln mit dem Leer. Kochen und so und singen. Was sagt überhaupt der Top? Ja, ja. Wir haben da was vorbereitet. Genau, und dann Zum Lee? Ist einfach, das Lee ist bei einer Halse, beim Halsenmanöver. Also da, wo der Wind herkommt. Genau, das ist die Aussage. Lee, Reh, rechts, links, irgendwas. Lee, Halse. Cool. Alright, so viel zu Renis Segelschule. Ah ja, das Ding. So und hier, das können wir jetzt hier so leicht reduzieren lassen. Karamellisieren. Genau. Und jetzt wird es, meine lieben Damen und Herren, jetzt ist es eigentlich der Zeit für eine kleine Anekdote unseres lieben Lieblings transsilvanischen Philosophen. Er ist noch nicht aufzufinden, aber wir hoffen, dass wir ihn weiterhin neben unserem Dr. Captain Kulisch. Können wir Pause machen? Nein, das ist ein One-Stream. Ach so, das ist ein One-Stream. Du kannst einfach jetzt weiterreden, aber ich meine, René hat schon abgeliefert. Genau, René hat geliefert für diesen. Er wird ja auch bezahlt mit jüdischem Geld. Aber das ist ja nichts wert, Alter. Jetzt. Was haben die eigentlich da jetzt gerade für eine Währung? Es ist keine antisemitische Sendung. Ne? Ist es nicht. Es ist zwar nicht koscher, was wir hier kochen, aber es heißt so lange nicht, dass wir Antisemiten wären. Also genau. Guckt euch diese beiden Neonazis mal an. Hier, die auch. Lieben Menschen. Ich möchte bitte Nina grüßen. Ich auch. Ja. Ich auch. Und natürlich auch Boris. Ich will Steve grüßen. Steve auch in Bangladesch. Ja. Nee, in Australien. Melbourne. Also ich möchte gerne meine Mutti grüßen. Ja, da hast du aber keine Grußbitte. Ich möchte gerne meine Mutti grüßen. Diesen Gruben. Hi Mutti. Hi Mutti. Hey, na, ey, schön. Ist gut mit der neuen Mädchen. Ich will meine Mutti auch grüßen. Diesen echt? Und so. Hi Mutti. Hi Marga, ich mag dich auch. Und ich will meine Mutti auch grüßen. Steffi. Ja. Gut, jetzt kommt der Chefkoch. Jetzt kannst du gucken, was ich gelernt habe. Der Chefkoch guckt jetzt erstmal, was er in der Beiküche hier gezaubert haben. So, wie man sieht man Pasta, nicht. Wasser? Also die Konsistenz noch nicht ganz 100%. Der kann noch ein bisschen einreduziert werden. So müssen wir das, wenn man das nicht mit Pasta essen, so müssen wir das mit Reis essen. Man nimmt mehr Wasser als Nudeln, ne? Ich habe hier auch so einen guten Basmati. Wir haben auch Reis. Wir haben auch Reis. Basmati dazu essen? Ja. Oder? Ja, das passt besser, ne? Finde ich auch. Ich habe ja zwei Leute. Haben wir da jetzt genug Wasser für Basmati? Das ist fast zu viel für Basmati. Das müssen wir 1 zu 2, das müssen wir abmessen. Da drüben. Gar nicht. Naja, der Chefkoch, der. In der zweiten Abteilung.
So, unser Philosoph, unser netter transsilvanischer Philosoph scheint sich irgendwie auf Klo verlaufen zu haben. Ist das so, ja? Also, kann man jetzt ja eigentlich. Ich finde am besten immer so zu filmen ab hier. Dafür würde aber auch gut, ne? Zahlen, ja. Ne? Das wisst ihr, das könnte sein Management gleich ausrichten. Wie? Wofür? Da kriegt er keine Kohle. Ich frag mal, why. Für Kacken und so gibt's hier. Wenn man die Kette wohnt, muss. Zahlen die Leute nicht fürs Kacken. Wenn die. Ja, die machen wir mit rein, die packen da gut mit dran. Das ist so ein Crossover-Ding. Aber ich guck die Basmati-Reis nicht. Wie, du findest den Basmati-Reis nicht? Das ist, der ist doch in Basmatanien, oder nicht? Der kommt doch aus Basmatanien. Kannst du dir selber hier die Kamera halten, während du etwas machst? Mhm. Ich gebe jetzt hier. Es kann doch sein, dass der hier drüben ist, der Basmati-Reis. Also schwarze Bohnen habe ich. Ich glaube, der ist da drüben. Hier ist er. Ja, wunderbar. Yeah. Das sind sogenannte Convenience-Produkte hier. Genau, die kann jeder kaufen. Kaufen und auch aufmachen und auch ausklippen. Und auch hier, und können wir jetzt mal kurz den. Der letzten zu. Was muss man zu Basmati-Reis wissen? Zu Basmati-Reis muss man wissen, man macht den immer in einer Dosierung, wenn man den kocht. Wasser, zwei Teile, Reis, ein Teil. Also. Nein. Doch. Wie nein? Zwei Teile Reis, ein Teil Wasser? Nee, andersrum. Ja, hast du aber eben so gesagt. Nee, habe ich eben nicht so gesagt. Was ist das für ein Chef? Wir haben es auf Band. Wir haben es auf Band und. Dreckige Lache. Wir werden es herausfinden. So, aber wer ist eigentlich dieser. Wo wohnt eigentlich dieser Herr Basmati? Wo wohnt eigentlich dieser Herr Basmati? Herr Basmati ist der Nachbar von Onkel Benz. Ja, die wohnen zusammen dann, ne? Also, ne? Ja, die haben auch die Probleme, also das Ding ist, die kommen aus Basmatanien sowieso, ne? Ja, das ist... Wo ist denn das? Bei Transsilvanien vielleicht in der Nähe? Wo ist denn eigentlich unser Philosoph? So, ja. Wollen wir uns mal kurz die Zubereitung, jetzt wollen wir das jetzt mal kurz aufklären? Ja. Ne, wir sind uns ja eigentlich einig darüber, dass wir zwei Teile Wasser brauchen für ein Teil Reis. So, und wer weiß jetzt, wie viele Teile Wasser das sind? Ja, das, ich würde sagen, es ist ein Teil Wasser. Das ist eingeteiltes Wasser. Zwei Teile Wasser im Gegensatz zu dem wahrscheinlich, aber wir wollen jetzt nicht alles machen. Nee, nicht alles. Möchte jemand einen Schluck? Tee? Wasser? Habt ihr die Nudeln nicht abgetropft? Du kannst die Blumen gießen. Ich kann das Ding hier reinkippen. Habt ihr die Bohnen einfach so reingemacht? Ohne abgetropft? Nein, natürlich hat er die abgetropft. Ja, aber nicht so. Ich mag das, wenn eigentlich diese Flüssigkeit damit drin ist, weil die ist ein bisschen schleimig. Ich mag das auch, aber nicht bei. Ich mag die auch. Aber ich weiß nicht, ob sie sich das verhält hier mit unserem. Moment, jetzt geht's los. Jetzt ist. Moment. What is? Oh, großartig. What is? Wir haben. Da ist er. Wir haben Fragen. Wir haben Fragen. Jetzt ist Zeit für unseren Philosophen aus Transsilvanien für Fragen. Thema antwortet Basmati-Reis. Thema Basmati-Reis. Was sagt das Lehr zu Basmati-Reis? Basmati-Reis? Ja. Basmati ist leer, when it's not just normal rice. Everything that is better than normal is leer. Yeah. everything that it is better than worse is leer. Yeah. Most of genau. When things are worse. And they are better than it was. Hey, Applaus bitte. Applaus. Danke. Danke. Und Transsilvanien? Was hat er gesagt? Ich habe noch eine Konklusion. Moment. Nochmal zurück. Ich habe noch eine Konklusion. I have a conclusion to everything. It is when it's not bad, it's good. Then it is clear, oh? That it is, yes. Yeah, yeah. About this. Cool. Ja, Applaus. Wir bedanken uns heute. Merci. Merci. Für die Erleuchtung. Vielleicht hast du auch noch einen kurzen zu unserem. Vielleicht schmeckst du auch mal ab kurz. Ja. Schmecke. Ich auch. So, was ist das? Kokavit. Groß schön oder leer? Oder leer. Wenn es mehr ist als groß schön, dann ist es wahrscheinlich leer. Es gibt auch leer zwei, Alter. Es gibt auch leer auch unendlich. Und? More spicy? More garlic? Can you turn off the camera and I run with it? No. Oh, good. But then. You are watched. Yeah. Hello.
Hello, your watch. And your management is not paid for this. It's exactly what Lair. The doctor... What it should be Lair soon. What is recommended? It can be Lair, yeah. So, the chef knows. Nimmst einfach das normal denn. Was macht ihr? Das zweimal noch denn. Dreimal, ja. So, seid ihr euch einig jetzt? Ey, hier, okay. Komm, Checker. Ein Teil Reis. Komm, Checker, hier. Na, endlich, danke. Bitte. Ein Teil Wasser. Und? Das Geheimnis daran ist noch ein Teil Wasser. Zwei Teil Wasser. Was viele nicht wussten. Und jetzt, auf wie viel Grad dürfen wir das jetzt... Wenn es bei vielen nicht klappt mit dem Basmati-Reis, ist halt das falsche Verhältnis. Das falsche Verhältnis, ne? Ja. Schütt das hier vorne. Relativität, aber wer hat es erfunden? Das Wasser. Die Relativität, ist auch ein Konzept. Ja, und wer hat es erfunden? Relativität ist noch ein Konzept. Aber hier, wir haben alle Konzepte zusammen. Alle Konzepte zusammen. Ja, leer ist besser als alle anderen Konzepte. Dann hier, leer, voll, halb voll, anteilig. Relativity leer. Und bald alles leer. Ja. Und Schrödingers Katze ist... tot. Es ist leer und voll. Tot und lebendig. Und was drittes noch? So, also wir haben es schon wieder, es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder 10 Sekunden, 9. Wer hat an der Uhr gedreht? So. Das ist wirklich schon zu spät. Ich verabschiede mich von allen meinen Gästen und möchte Sie wiedersehen bei der nächsten Ausgabe von Schmitte.